XDefiant hat ganz offiziell angekündigt, dass es dieses Wochenende vom 19.04. bis 21.04. dass man einen weiteren Game Test ganz wie in der Beta spielen kann. Dieses Wochenende geht es los auf PlayStation 5, Xbox Series X und S und PC. Jetzt können wir nach langem Warten und der Ungewissheit, ob das Spiel jemals rauskommt, wieder die Maps von XDefiant unsicher machen. Ihr werdet in diesem Video alle Informationen kriegen und wie ihr 2 gratis Waffenskins bekommt. Lasst dafür gerne mal einen Daumen nach oben da und danke für euren Support. Am 15. April hat Tom Henderson schon geleakt, dass ein Playtest am 19. April kommen soll und morgen am Freitag geht es dann wirklich schon los. Gegen 19 Uhr auf PC, Xbox und PS5 könnt ihr bis Sonntag 19 Uhr diesen Playtest genießen. In diesem Playtest könnt ihr 5 verschiedene Modi spielen mit unglaublichen 14 Maps an der Zahl. Es werden dann wohl alle Maps, die zum Release am Start sind, dann spielbar sein. Und wir hoffen mal nicht, dass die Vorfreude zum endgültigen Release minimiert, weil wir ja dann schon alle 14 Maps aus den jetzigen Spieltest schon kennen. Es gibt diesmal Belohnungen, die du an diesem Wochenende erreichen kannst, wie zum Beispiel kriegst du ein MP5 Waffenskin zum Full Release vom Spiel. Wenn du jedoch Freunde animieren kannst, mit dir zusammen zu spielen und ihr dann in deiner Party spielt, bekommst du zusätzlich für die M9 ein Waffenskin. Und wenn du bis Ende des Spieltests Level 18 erreichen solltest, kriegst du 3-mal einen Waffen-XP Booster. Im Grunde doppelte Waffen-XP, wie man es schon aus anderen Shootern kennt. Wir gehen mal stark davon aus, dass es das Max-Level ist, was wir in der Beta erreichen können. So wie es aussieht, können wir in der Server-Test-Season alle Waffen, alle Aufsätze und alle Spezialisten spielen. Dadurch, dass XDefiant in den letzten Monaten ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist und niemand mehr daran glaubte, dass XDefiant wirklich noch erscheint, ist diese Server-Test-Season nicht nur für Ubisoft ein Server-Test, sondern auch Werbung für das Spiel, um den Hype für XDefiant wieder zu steigern. Man konnte ja in mehreren Foren lesen, dass die Gamer-Community das Spiel immer mehr runtermachten, da der Release schon so lange auf sich warten lässt. Aber ich spreche mal jetzt für uns alle, lieber ein Spiel mit längerer Entwicklungszeit und dadurch deutlich weniger Bugs, als um jeden Preis den Release einzuhalten und dadurch die Community zu enttäuschen. Letztendlich gehen so die Spielerzahlen in den Keller. Immerhin ist es ein gratis Game, das auf allen Next-Gen-Plattformen released wird und wir müssen bedenken, dass hier nicht ein Riesenteam dahinter steht, das kein unfertiges, schlechtes Spiel releasen möchte. Freitag gegen 19 Uhr geht es endlich los. Hoffen wir mal auf einen reibungslosen Ablauf, dass diesmal alles gut geht, denn beim letzten Playtest gab es ja wohl mehrere Probleme mit dem Server und gravierende Probleme mit der Hitbox, was für einen Shooter ein absolutes Desaster ist. Daran konnten sie jetzt nun über ein halbes Jahr dran arbeiten. Das Gameplay wird sich wahrscheinlich im Großen und Ganzen gleich anfühlen wie in der Beta, denn da wird es keine großen Veränderungen geben. Und ich glaube, wenn jetzt alles gut läuft, der Release uns vielleicht schon in ein paar Wochen bevorsteht. Obwohl ich denke, dass der Sommer kurz vor der Tür steht und dass das kein guter Release-Zeitpunkt für ein Game ist. Wiederum muss ich sagen, sollten sie das Spiel zum Herbst-Winter releasen wollen, ist das auch nicht der richtige Zeitpunkt, da ein anderes großes Spiel namens Call of Duty es XDefiant nicht leicht machen wird. Somit müsst ihr jetzt XDefiant so lange warten, bis das neue Call of Duty Gulf War sich wieder selbst zerstört hat und dann das Spiel erst releasen, das dann aber wieder locker 10 Monate dauert. Und seid ihr am Wochenende dabei? Wir sehen uns.